Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir basteln heute gemeinsam Fake Soße und Fake Sahne. Ich zeige dir in diesem Video zwei Varianten, eine sehr cremige und eine eher körnige Variante. Die körnige Variante kannst du zum Beispiel für Milchshakes verwenden und die eher weiche Variante kannst du als Topping verwenden, als Glasur, Schlagsahne etc. Für die sehr cremige, geschmeidige Variante benötigst du 2 Esslöffel Maisstärke. Das hier ist das Rezept für die weiße geschmeidige Creme, daher weiße Acrylfarbe. Ich verwende nicht mal einen ganzen Esslöffel dafür. Und nun kommen 2 Esslöffel Rasierschaum hinzu. Es folgen noch 2 Esslöffel Bastelleim und dann kannst du das Ganze richtig durchmischen. Du brauchst hierfür keine eigene Spritztüte, du kannst das Ganze in ein normales Säckchen füllen, einfach in eine Spitze verlagern und die zweite klappst du dann beim Zusammenschnüren nach oben. Kummerringel drauf, fertig. Jetzt kommt eine ein wenig flüssigere Variante und zusätzlich auch noch gefärbt, also es sollte aussehen wie eine Art Himbeersoße. Hierfür benötigen wir wieder 2 Esslöffel Maisstärke. Jetzt kratzen wir uns noch den letzten Rest weiße Acrylfarbe aus dieser Tube. Das war nicht mal ein ganzer Esslöffel voll. Brauchen wir nur, damit das Ganze ein wenig flüssiger wird. Und jetzt ein Esslöffel einer rosa Acrylfarbe. Jetzt noch unser Rasierschaum, wieder 2 Esslöffel. Und zu guter Letzt 2 Esslöffel Bastelleim. Du siehst, es geht nicht ganz so genau her. Du musst ein bisschen auf die Konsistenz achten. Wenn es dir richtig gut cremig vorkommt, bist du am richtigen Weg. Eine Spachtel hilft dir dabei, alles in eine Spitze zu bekommen. It's karma. It's karma. Jetzt den Beutel wieder gut verschließen. So, und jetzt würde ich euch gerne das Endergebnis zeigen. Ich fülle hier 2 kleine Becherlein kurz ab für euch, schneiden uns hier mal die Spitze auf. Die Form an sich bleibt nicht, also die Spitze hätte ich mir sparen können, ich hätte direkt aus dem Beutel reinspitzen können. Es bleibt jetzt keine Form. Du siehst, es läuft. Ich habe dann noch Streusel drauf. Wenn es getrocknet ist, wird es ein wenig matter. Es hält aber Streusel sehr, sehr gut. Das Ergebnis der weißen Creme seht ihr am Ende.
Jetzt möchte ich euch gerne noch die Weizenmehl-Variante zeigen. Das vorhin war ja alles Maisstärke. Und jetzt kommt Weizenmehl, 2 Esslöffel davon. Jetzt kommen 2 Esslöffel einer weißen Acrylfarbe hinzu. Jetzt kommen noch 2 Esslöffel Bastelleim. Und zu guter Letzt kommen noch 2 Esslöffel Rasierschaum hinzu. Jetzt alle Zutaten gut miteinander verrühren. Ich habe dann noch einen Esslöffel weiße Acrylfarbe hinzugefügt, da es mir noch nicht weiß genug war. Und wieder ab ins Säckchen damit. Ich zeige euch jetzt eine Variante, wie ihr mit Kreide eure Creme noch einfärben könnt. Beginnen wir wieder mit 2 Esslöffeln Weizenmehl. Weiter geht's mit 2 Esslöffeln Acrylfarbe in Weiß. Und hier schnappe ich mir nun die Pastellfarbe Rosa. Diese Kreide ist ohne Öl und kann mit einem Cutter wunderbar abgeschabt werden. Weiter geht's mit 2 Esslöffeln Bastelleim. Zu guter Letzt kommen noch 2 Esslöffel Rasierschaum hinzu. Und jetzt das Ganze gut durchmischen. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Through the sun rays and I...
Ich schneide uns jetzt das Säckchen auf, damit wir sehen, wie das dann aussieht in so einem Gläschen. Rein damit. Und du siehst, es ist ein bisschen körniger. Sieht aus wie ein Milchshake. Wenn ich dann dieses Säckchen nochmal verwenden möchte, tupfe ich das Ganze oben mit einem Feuchttuch ab und verschließe es in einem eigenen Säckchen nochmal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!